Werden Marihuana-rauchende Aliens aus dem Weltall uns alle mit ihren tödlichen Gammastrahlen auslöschen? Ja, das und mehr jetzt gleich bei Sparkles Wissenschaft und Fiktion. BMX Stunt-Videos. Jo Leute, willkommen zu MC Bubbles harteste BMX-Tricks. Heute gibt's harte Tricks. Macht das nicht zu Hause nach, Kinder, das ist echt gefährlich. Die härtesten Tricks, der sickeste Shit. Ab jetzt, jetzt geht's los. Yeah! Ohne Hände rückwärts fallen. Oh Leute, seid ihr bereit für den sickesten Jump überhaupt? Das ist mir echt gerade ein bisschen zu hoch, aber das ist so sick, Mann. Oh, Dude, alles klar, alles klar, alles klar. Alles klar, alles klar. Schneiden, schneiden. Formatentwicklung eines nicht näher genannten Kanals. Leute, wir brauchen ein neues Format für unseren Original-Channel. Es geht den Bach runter. Wir verlieren jeden Tag 1000 Abonnenten. Der fünfte Relaunch, ja, der lässt nicht auf sich warten. Der muss kommen nächste Woche. Und hört auf, mir zu erzählen, dass es bei YouTube um ehrliche Meinungen und Persönlichkeiten und Authentizität geht. Ja, das wollen wir nicht wissen. Bei YouTube geht es um Fernsehen in billig. Das wissen alle. Bisschen Brainstorm. Was ist gerade cool bei den Kids? Gaming. Reisen. Mhm. Schiffe. Fuck, Leute, das haben wir alles schon. Wir brauchen was Neues. Musik. Das gefällt mir. Was ist die coolste Musik? Rap. Ja, schreib das auf. Rap. Rap ist gut. Rap ist gut. Aber das ist mir noch ein bisschen zu jugendlich. Mehr in Richtung Fernsehen denken. Was funktioniert im Fernsehen? Krimis. Ja, Krimi und Rap zusammen in einem Format. Die Kinder werden das lieben. Das wird so gut. Wer kommt cool an bei den Kids? Haftbefehl. Haftbefehl ist ein guter YouTuber. Den setzen wir da rein. Haftbefehl, die Krimiserie. Chabos wissen, wer der Mörder ist. Voll geil! Ja! Dr. Sparkle! Sie haben es mal wieder geschafft, mit ihrer jahrelangen Fernseherfahrung YouTube zu retten. Ja! Morgenroutine. Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Robin Sparkles. Heute habe ich was ganz Besonderes für euch, nämlich eine Morgenroutine. Das haben sich ganz viele von euch gewünscht, einfach mal zu gucken, so wie ich morgens so aufwache. Und ja, es ist jetzt gerade ganz früh am Morgen und noch nicht irgendwie so Mittag oder so. Nee, ich bin auch noch voll müde. Ja, ich gehe gerade so so hart. Ich bin so schläfrig gerade. Und deswegen, ich wollte euch einfach mal fragen, seid ihr eigentlich Kurz- oder Langzeitschläfer? Das würde mich echt mal interessieren. Schreibt das mal in die Kommentare. Und wie ihr schon seht, ich bin aufgewacht in einem frisch gebügelten Hemd. Das ist so bei mir. Ich schlafe immer in frisch gebügelten Hemden. Und meine Haare sind natürlich auch morgens immer schon perfekt gestylt. Ich style die nämlich immer abends, damit ich morgens ganz, ganz toll aufwache. Und dazu mache ich vielleicht auch noch mal ein Hair-Tutorial. Schamlose Eigenwerbung. Boah Leute, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich euch jede Woche Danke sagen muss, weil ihr seid irgendwie die Geilsten und ich bin jetzt tatsächlich für den Webvideopreis nominiert, weil ihr alle für mich da gewotet habt. Echt krass, danke, das ist echt geil. Und wenn ihr mich jetzt weiter unterstützen wollt, dann könnt ihr da immer noch voten und zwar bis zum 21. Mai. Jetzt bin ich ja noch einer von 6 Nominierten und einer davon wird jetzt gewinnen. Und wenn ihr wollt, dass ich das vielleicht bin oder sowas, dann könnt ihr alle jeden Tag auf Vote klicken, wenn ihr wieder Bock habt. Und außerdem danach, das ist auch super wichtig, kommen da so 3 kleine Bobbles. Und da könnt ihr dann draufklicken, das ist einmal Facebook, Twitter und Google+. Das ist besonders wichtig, weil das zählt nämlich 10-mal so viel. Ihr seid toll. Hallo Leute, ich würde auch gerne den Webvideopreis gewinnen, deswegen votet bitte auch für mich. Aber du bist doch eine Thermoskanne. Ja, aber ich bin trotzdem nominiert in der Kategorie heißestes Wasser. Ey, die haben ja jetzt echt für jedes Ding eine Kategorie dieses Jahr, aber das ist ja echt komisch. Ja, finde ich auch voll toll, ich will unbedingt gewinnen. Aber weißt du überhaupt, wie das funktioniert? Nee. Okay, also du brauchst erstmal 50% der Teilnehmer, Publikumsvotes und dann wird das durch 3 geteilt mal 6 multipliziert und wenn du dann 6 Punkte hast, dann wirst du reingenommen, aber nur wenn die Jury gleichzeitig die Quersumme von 7 durch 3 teilen kann und dann auch noch auf Facebook du 3-mal einen Share bekommen hast beim Mondschein, aber nur wenn am dritten Tage gleichzeitig auch deine Google Plus Votes höher waren und dann, wenn du dann mehr als das hast, dann kriegst du 0 und dann hast du gewonnen, aber nur wenn du 6 Punkte hast. Okay. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf Joghurt Glas bei diesem Verweis. Oh mein Gott, die sind voll YouTube-ig.